Also ich hoffe mehr. Wir haben natürlich alle mit dem demografischen Wandel zu tun. Das ist ja nicht nur in Fassbech so, das ist ganz Niedersachsen, das ist in ganz Deutschland so. Wir haben aber in Fassbech die Strukturen geschaffen. Wir haben die Kindergartenplätze, die Schulen geschaffen. Wir haben die Infrastruktur erhalten. Und warum sollen wir schlechter werden, nur weil wir weniger Leute haben? Die Infrastruktur ist da, die ist toll, sie ist in Mühlen toll, sie ist in Fassbech toll, sie ist in Poitzen und in Schmarbeck toll. Wir haben alles dafür getan. Wir werden natürlich nicht stehen bleiben. Wir werden weiter investieren und gucken, wo wir können. Wir haben momentan gerade Hasenheide, die Kindergrippe weiter eröffnet. Wir werden es weiter tun, wenn es Not tut. Aber wenn auch wir weniger Kindergeburten haben, werden wir keine Kindergrippen abschaffen, sondern werden die Gruppen reduzieren. Dann kommt Qualität zustande. Also ich glaube ganz fest daran. Denn wir müssen gucken, dass nicht durch bestimmte Ausnahmen Lücken geschaffen werden, uns die Kinder abzuziehen. Wir müssen dafür kämpfen, dass die Schulbezirke eingehalten werden, dass wir zusehen, dass unsere Klassen, zwei Stück müssen es sein, hier erhalten bleiben. Dafür kämpfe ich und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Wenn es notwendig ist, ja. Wir haben derzeit eine neue Krippe in Fassbech geschaffen. Wir haben in Poitzen die erste Kinderkrippe des Landkreises gehabt, schon frühzeitig. Wir sind gut vorbereitet. Was wir momentan überdenken müssen, sind die Öffnungszeiten. Ich glaube, dass eine alleinziehende Krankenschwester, die nachts arbeiten muss, auch ihr Kind irgendwo lassen muss. Und ich glaube, da sollten wir ansetzen und sagen, komm her, lass uns die Kinderbetreuung noch etwas erweitern. Wir müssen erstmal die Gewerbetreibenden und den Handel vor Ort dahingehend betreuen, dass sie sich wohlfühlen bei uns in der Gemeinde. Angenommen, dass die Politik hinter denen steht, dass der Bürgermeister da ist, dass wir einen Wirtschaftsförderer am Ort haben, dass die wissen, aha, da können wir hingehen, wir haben Fragen, wir sind vernetzt zum Landkreis, der Herr Eckert vom Landkreis ist sehr qualifiziert, dass wir da kurze Wege finden. Ich als Bürgermeister würde einen Gewerbe-Newsletter online schaffen, damit wir die Daten, die wir heute bekommen, auch heute noch an die Gewerbetreibenden weiterleiten, damit diese Gewerbetreibenden aktuell auf dem Stand sind. Und wenn weitere Fragen sind, stehe ich natürlich oder auch der Wirtschaftsförderer in der Gemeinde zur Stelle, damit wir sofort helfen können. Also die Gemeinde Fassbech hat seit 3 Jahren einen ausgeglichenen Haushalt, allerdings mit der Zuweisung des Landes. Wir müssen natürlich dazu hinkommen, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt bekommen ohne diese Zuweisung. Dieses wird nur dadurch passieren, dass wir Vergleichswerte schaffen. Das heißt, wir müssen Vergleichsringe der KGSD, die Kommunale Gesellschaft für Verwaltungsvereinfachung in Köln, die bietet sowas an. Da müssen wir uns anschließen, damit wir gucken können, können wir uns vergleichen, wo stehen wir als Gemeinde. Also als allererstes kommt die Familie. Die Familie heißt Frau, Kinder, aber dann ist nicht Schluss, meine Eltern und dann kommen meine Brüder mit Familie und die Großfamilie. Nur die Großfamilie macht so viel Spaß, wenn wir Geburtstag haben. Kommen Sie gerne vorbei am 22. und beschauen Sie meine Familie. Sie ist riesengroß, es ist einfach nur toll. Natürlich habe ich auch die Gartenarbeit gerne. Das mache ich mit meiner Frau, wir haben ein großes Grundstück. Ich fahre sehr gerne Motorrad. Ich habe auch ein Saxophon, wo ich mal spiele. Leidet leider momentan aus Zeitgründen. Aber ein kleines Feld ist auch noch die Politik, in der ich mich sehr, sehr wohl fühle.